Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Nee. Danke, Jen. Bis dann. Was guckst du denn so? Die graue Inge hat die Zukunft deines Sohnes ausgesagt. Zur Seite! Dieser Drecksack hat mir ins Gesicht gelogen. Der kommt mir gefährlich vor. Er hat Wolfsaugen oder so. Der Mensch braucht seine säurige Seele, um das Schicksal zu muss nicht zufällig arbeiten. Tja, so ist das Leben. Novigrad. Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Schon leicht kompliziert. Also man muss es schon relativ gut mitverfolgen, um durchzusteigen, worum es eigentlich geht. Weil das sind ja mehrere Geschichten in einem. Also habe ich das Gefühl. Na, komm, lad hin. Brauchst du etwas, Meister? Ich brauch immer was. Das Feuer ist nicht echt. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Willkommen, willkommen. Zeig mir das. Was hast du denn da? Ich dachte eigentlich an was Besseres. Bis dann. Für Geschäfte. Ich warne dich. Okay. Erzähl, was ist wohl? Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Bis zum nächsten Mal. Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Beute interessiert mich nicht, sondern die Zauberin, die hier gewohnt hat. Das sollen wir dir glauben? Ja. Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Okay. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Okay. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme.
Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beistkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Okay. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten. Und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich hörte, Novigrad sei kein Ort für Magier. Nun sagst du, es sei kein Ort für Hexer. Für wen ist es denn ein Ort? Für rechtschaffene Menschen mit dem wahren Glauben an das ewige Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Ja. Das ist auch mal eine nette Ansage. Aber wenn sie Probleme haben, sofort ankommen, ne? Typisch. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Kräuter. Wozu ist Triss jetzt Heilerin? Warum auch? Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Ganz schön großes Haus. Oh. Von Triss. Gar nicht ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Die Rose der Erinnerung, ganz vertrocknet. Verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb!
Nicht so zurückhaltend. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Schon die neuen Schankmädel gesehen? Nein. Lohnt es sich denn? Und wie? Alles dralle Weinspiele aus Gegenden, die von Nistern besetzt sind. Dann brauchen die sicher jemanden, der sich in Novigrad auskennt. Kannst du Gedanken lesen? Diese Armee auf der anderen Flussseite. Sie macht mir Sorgen. Ich muss die Dinge schnell erledigen und abreißen. Wache! Ein Taschendieb! Weißer, schau mal hier drin. Komm näher. Haltet mich, nicht sonst drehe ich dumm. Schon wieder eine beschissene Kackmeute, die Ferne anzünden will. Verdammt, schon wieder verlaufen. Hilf einem armen Kerl. Der größte Abschaum nach Nupp. La 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 la. Hör, hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Na schön. Ich gebe dir Geld, aber du musst mir sagen, wo die stinkende Hecke ist. Das weiß ich nicht. Behalte dein Geld, ich weiß nichts. Geh weg, verschwinde! Er hat was gemerkt. Ich muss weiter zurückbleiben. Wie pralle Blasebälge, die betteln drum, geknetet zu werden. Ach, Fabian, diese Weibergier ist... Aha. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Pontes habe. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Oh Schreck, oh Schreck, oh Schreck. Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Nicht daran, dass es dunkel ist. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Selber Gammler. Vorsicht! Ah! In so herrlicher Natur. Ich glaube, ich habe mich verletzt. Wachtmeister, kleine Pause bei der Hexenjagd? Meine Verehrung, Verehrtester. Bring uns das Übliche. Natürlich, immer weiter so, dann bekommt ihr einen Sondertarif. Gut, ich bumm's gerne, Sonderlinge. Und Nutten mit drei Titten gibt es im Normalen. Aufmachen! Wer bist du und was willst du? Schau hin. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute.
Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Fang. Du darfst rein. Hopsa. Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Die schließe ich hier schön sicher weg. Gut. Pass auf, dass du sie nicht verlierst. Keine Sorge. Die warten auf dich, wenn du mein König warst. Das ist aber eine. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Und die Tempelwache toleriert dein kleines Unternehmen? Sagen wir so. Sie weiß den Wert der Novigrader Krone zu schätzen. Menge wirkt nicht so, als könnte man ihn kaufen. Jeder ist käuflich. Doch Menge würde mich wirklich ein Vermögen kosten. Gut, dass seine Beamten nur Menschen sind. Manchmal werden sie krank, ein andermal wollen sie sich amüsieren. Ach. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne, weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war's, bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Aha. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Heieieiei.
Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und ihm wiedergebe. Und das mache ich auch. Hier ist dein Zeug. Danke. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Jetzt finde ich das nett. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Ja, keine Ahnung. Trinken wir. Es wird schon Abend. Ich bin ja irgendwie zwangsläufig immer zu spät. Deswegen finde ich es irgendwie auch schon anstrengend, ne? Siri. CZ. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Mann. Beim Kran. 2. Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, dass ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Mann, was haben die schon wieder gegen Magier? Benutz. Schön, dass der das nicht benutzen will. Ausgang sein, sonst hätte es
Sprit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Hebel an der Wand sein, der die Geheimpassage öffnet. Freie Stadt Nobina. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lokmuin so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Schergen. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Darum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz. Und als nächstes sind die Anderlinge dran. Die Elfen hausen in Elendsvierteln. Aber die Zwerge kommen... Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden. Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tarn. Okay. Da war ein Hinweis. Das alles mit einem Atemzug. Respekt. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einen dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Triss, du hast ihm gesagt, dass du eine Zauberin bist? Natürlich. Sie suchte Arbeit. Zaubern kann sie am besten. Heißt du Triss? Ich weiß, dass es leichtsinnig war. Aber die Konkurrenz hier ist enorm. Als einfache Rattenfängerin fände ich jedenfalls keine Arbeit. Außerdem würde niemand glauben, dass eine so schöne Frau Kammerjägerin ist. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen.
In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Oh. Jo. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Dies war eine weitere Folge von The Witcher 3. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Star.